jedes beschissene Date ist eine gute Dating-Story. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, wie niedlich. Wow, okay. Das war auf jeden Fall was, was ich nie mehr wieder machen würde. Oh, Desired, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Desired, der Podcast. Wir haben wieder ein Thema dabei, worauf ich mich sehr freue. Und es handelt sich um ein ähnliches, das wir schon mal hatten. Und zwar geht es um Dates. Diesmal ganz speziell um Online-Dating. Und das mache nicht ich alleine, wie immer, Susi, sondern es sind auch meine reizenden Kolleginnen wieder dabei und ein Gast. Und die stellen sich jetzt mal alle der Reihe nach nochmal vor. Hallo, Nina ist auch wieder am Start. Diana, und wie ihr vielleicht als aufmerksame Hörer wisst, bin ich ja so ein bisschen der Online-Dating Skeptiker und werde mich aber vielleicht heute überraschen lassen oder überzeugen lassen oder mal gucken von unserem Gast, nämlich Marie-Louise Ritter. Hallo. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich darf heute ein bisschen mit euch quatschen. Vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du gemacht hast und was es mit deinem Buch auf sich hat, das da heißt 16 Tinder-Dates in einem Jahr. Vielleicht kannst du da nochmal kurz ein bisschen drüber erzählen. Ja, ich bin Luise. Ich blogge seit 9 Jahren und bin quasi mit dem Online-Leben aufgewachsen. Ich habe Journalistik studiert und habe jetzt ein Buch drüber geschrieben, über meine Tinder-Dates. Einfach, weil ich Lust hatte, das mal festzuhalten. Das heißt, ein Jahr voller Dates. Also ich habe auch tatsächlich genau ein Jahr aufgeschrieben und festgehalten, alle Höhen und Tiefen. Und ja, ich mag es ganz gerne und es kommt auch gut an. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Du hast ja über dein Buch selber gesagt, dass es kein Ratgeber sein soll. Also du willst ja kein Dating-Guru sein, du willst ja nicht die Leute an die Hand nehmen und irgendwie sagen, so funktioniert das, sondern du erzählst ja wirklich von deinen eigenen Erfahrungen, von deinen Gefühlen. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal erklären, was genau du mit diesem Buch erreichen willst. Also wenn sich das jemand in die Hand nimmt und sich überlegt, ich will das jetzt kaufen, ich finde, das klingt interessant, was ist zu erwarten? Also was nimmt man von diesem Buch mit? Es ist letztlich einfach eine Geschichte, deswegen ist es mir wichtig zu sagen, dass es kein Ratgeber ist, dass man nicht mit der Erwartung rangeht, zu sagen, okay, wie gehe ich an ein Tinder-Date irgendwie ran? Was muss ich anziehen, wie muss ich mich verhalten? Das deckt das Buch zwar ab, indem ich von mir erzähle, aber ich möchte niemandem anderen Tipps geben, weil ich finde, dass jeder individuell für sich einfach entscheiden sollte, wie er das quasi handhabt. Ich möchte einfach nur meine Geschichte erzählen und damit vielleicht inspirieren, so, dass man sich für sich selbst was mitnimmt. Aber ich möchte nicht so mit dem Hammer drauf sagen, genau so wird's gemacht, weil jeder von uns irgendwie liebt anders, jeder von uns datet anders und deswegen es war mir da die Betonung wichtig, dass es kein Ratgeber ist. Ja. Und ich habe einfach quasi meine Geschichte aufgeschrieben und habe meine Dates aufgeschrieben und auch das dazwischen, wenn ich mal nicht gedatet habe und warum und einfach so alle Phasen festgehalten von jemanden kennenlernen und dann dieses Date eigentlich nicht zu Ende führen wollen. Wie sagt man demjenigen, geh jetzt bitte? Mhm. Wie geht man mit Ghosting um? Wie mit Rückschlägen, mit Unsicherheiten? Und habe quasi dann einfach immer für mich im Buch, in den Texten reflektiert, was ich mir daraus gezogen habe, welche Erkenntnisse, was ich gelernt habe, um dann vielleicht dem Leser oder der Leserin irgendwie was mitzugeben, was sie für sich selbst daraus lernen können. Aber ich beziehe es quasi immer nur auf mich und versuche dann einfach, die es lesen, zu animieren, zwischen den Zeilen zu lesen und sich vielleicht das rauszuziehen, was für sie wichtig ist. Ja. So. Und ich schätze mal, da sind wahrscheinlich einige sehr spannende Dinge bei rumgekommen. Ich habe es ja am Anfang ein bisschen fälschlicherweise gesagt, dass der Buchtitel 16 Tinder-Dates in einem Jahr ist, was ja gar nicht stimmt. Aber das ist das, was bei uns allen, glaube ich, sehr hängen geblieben ist, dass du das so proklamiert hast. Und wir können ja mal direkt einsteigen mit der ersten Frage, die sich mir dabei gestellt hat, ist, bei diesen 16 Tinder-Dates, hast du dem 16. Typ quasi gesagt, dass du schon 15 Tinder-Dates in diesem Jahr hattest? Kam das mal irgendwie auf? Nee, gar nicht. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht wichtig, wie viele das jetzt waren. Ich habe tatsächlich dann erst, als das Buch fertig geschrieben war, durchgezählt, wie viele es sind. Okay. Und habe dann innerhalb des Manuskripts gedacht, okay, ja, 1, 2, habe dann mal so durchgezählt. Dass es 16 waren, ist mir in diesem Jahr gar nicht aufgefallen. Okay. Also ich bin nicht an das Set reingegangen. Übrigens, du bist jetzt Nummer 16, neues Versuchsobjekt. Ja. Sondern ich habe einfach das Jahr so verlebt, wie ich ein ganz normales Jahr als Single verleben würde. Und war dann danach quasi gespannt, irgendwie mal festzustellen an meinem Manuskript, was ist eigentlich dabei rumgekommen. Ja. Und ich bin nie so rangegangen, dass so eine Zahl wichtig wäre. Also das versuche ich auch in dem Buch zu sagen. Es ist völlig egal, ob man ein Date hat oder keins oder 370 in einem Jahr. Okay, das wäre ein bisschen sportlich. Ja. Mehr als 2 in einem Tag. Aber also Respekt an den oder diejenige, die das gebacken kriegt. Aber das finde ich halt auch so. Es ist völlig egal. Hauptsache, man selbst fühlt sich gut dabei. Ich finde, da gibt es kein richtig und kein falsch und kein zu viel und zu wenig und genau richtig. Ich hatte gestern auch so eine Fragerunde in meinem Instagram auf Insta-Stories gemacht und hat eine mich gefragt, ab wann darf ich nach einer Trennung wieder daten? Mhm. Da dachte ich mir auch so, hä, mach das doch, wie du Bock drauf hast. Es gibt doch keine Regel. 4 Monate sind okay,
zu trauern oder zu verarbeiten und dann geht es wieder los. Das ist doch bei jedem anders. Deswegen ist auch diese 16 Dates ist so, ist halt so gekommen, ja. Aber habe ich jetzt nicht nebenbei mitgezählt und mir gedacht, das wäre jetzt eine Zahl, die ich in einem Jahr brauche. Wenn es nur 2 gewesen wären, wäre es vielleicht kein Buch geworden. Wenn jetzt die Nummer 2, wenn ich die jetzt behalten hätte quasi, dann gäbe es dieses Buch nicht. Ja. Deswegen war es zufällig so, dass es irgendwie ausreichend Material gab. Aber das heißt aber, du hast das nicht wie so ein Experiment gestartet, von wegen so, dieses Jahr werde ich ganz, ganz viele Dates haben, sondern... Nein, überhaupt gar nicht. Einfach. Ich war in einer Beziehung, habe mich getrennt, war dann irgendwie 4, 5 Monate am Verarbeiten, sage ich es mal, ohne jemanden zu daten oder irgendwas Neues an mich ranzulassen. Und habe dann wieder angefangen zu daten und das erste Date war so merkwürdig, dass ich das für meinen Blog aufgeschrieben habe, weil ich dachte, das wird so ein Blogpost, so ein Selbstbestimmungs-Blogpost, so Mädels, das habe ich übrigens falsch gemacht, macht das bitte nicht. Wenn ein Typ zu euch irgendwie sagt, möchtest du mir unter dem Tisch gerne jetzt einen blasen, wäre das vielleicht der Anlass zu gehen und nicht dich noch von dem nach Hause bringen zu lassen, den nicht mehr aus deiner Wohnung zu kriegen. Daraus ist es quasi entstanden und dann hatte ich gleich am nächsten Tag das nächste Date, sowas wie Pflaster abreißen, einfach schnell weitermachen, um die Erinnerungen irgendwie überschreiben. Und dann habe ich irgendwie das bisschen weiter aufgeschrieben, aber habe nur so Notizen gemacht und ich habe tatsächlich erst irgendwie 6, 7 Monate später mir so gedacht, Mensch, vielleicht wird das ein Buch, vielleicht mache ich daraus was so. Also ich bin nie damit reingegangen, dass das irgendwie so ein Experiment sein soll. Ich glaube, das wäre auch falsch, weil dann wäre ich so... Ich muss jetzt den daten, dann wäre es quasi nicht natürlich gewesen, der Text, sondern dann wäre es so auf Zwang, so viele Dates wie möglich in ein Jahr zu pressen. Das wäre, glaube ich, hätte man dann auch rausgelesen, dass es nicht authentisch von mir auskommt, sondern dass es irgendwie ein Experiment ist. Ja. Also ich selber habe auch schon so einige Online-Dates hinter mir, so in den letzten 1, 2 Jahren in Berlin. Und also ich habe da jetzt auch nie nachgezählt, keine Ahnung, kann auch gut sein, dass ich auch mal auf 10, 16 Dates in einem Jahr gekommen bin. Und also mir sind solche Zahlen und solche Regeln auch ziemlich egal. Aber ich kann mir vorstellen, für Leute, die nie daten wirklich oder auch gerade nicht online daten, da hört sich das erstmal vielleicht viel an. Und also ich frage mich, ob du schon mal so Reaktionen bekommen hast, dass Leute sich denken so, das ist aber ganz schön viel und dass du da so eine Form von Slut-Shaming auch schon mal erfahren hast vielleicht. Tatsächlich eher nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass mir das jemand geschrieben hat. Boah, dein Ernst, 16 Dates. Aber ich kann natürlich verstehen, dass mancher so denkt, wenn man jetzt, seit man 14 ist, in einer Beziehung ist und seitdem den gleichen Menschen an seiner Seite hat, klingt das ja erstmal viel. Also jeder geht ja mit seiner eigenen Perspektive ran und versucht die dann so auf andere zu übertragen. So sehen wir ja die Welt, dass wir immer von uns ausgehen. So, und dann ist alles andere erstmal komisch und merkwürdig. Also ich verstehe es schon, dass es für manche ungewohnt wäre oder quasi außerhalb ihrer Komfortzone. Aber so Slut-Shaming oder so, das, nee. Ist man ja liest ja auch in dem Zeichen Buch davon, dass es auch mittlerweile normaler geworden genau, ist. Genau, und deswegen habe ich auch dieses Buch letztendlich veröffentlicht, auch wenn dann natürlich Leute zu mir gesagt haben, findest du nicht das ein bisschen privat, so dein Leben so aufzuschreiben und wen du da jetzt mitgenommen hast und so. Und ich dachte mir, nee, weil ich glaube, dass wir da viel offener mit umgehen sollen, dass das Leben nicht nur ist, ich möchte jetzt eine Beziehung und dann heiraten wir und kriegen Kinder, sondern dass es auch ganz, ganz viele andere Lebenswege gibt. Dass es nicht nur, auf Instagram habe ich oft so das Gefühl, dass nur die Beziehung und dann dieses hier Pregnancy-Announcements und sich verloben, dass nur das erzählenswert ist und niemand postet, wen man datet. Das macht man nicht. Niemand macht ein Selfie mit seinem Date und denkt sich, ja, hier voll die gute Zeit, sondern es gibt nur diese, es gibt nur diese Lebensrichtung, die quasi teilenswert ist. Wenn schon alles unter Dach und Fach genau ist. Genau so. Dabei finde ich, ehrlich gesagt, dass genau dieser Abschnitt so super abwechslungsreich ist, weil der ist halt witzig oder kurios oder wie jetzt in diesem einen Beispiel von dem Typen, der gesagt hat, willst du mir mal einen blasen oder sowas, ist halt auch irgendwie total erschreckend. Also man hat so diese Ups and Downs in diesem Lebensabschnitt, die ja total interessant sind. Ich glaube, das hat auch jeder, der datet, irgendwie komische Zeiten, wo man sich so denkt, was mache ich hier? Aber niemand redet drüber. Also man redet eher immer über dieses, hier ist mein Boyfriend und hier ist unser Beziehungsfoto. Also, ne, das ist ja halt das, eher so die Erfolgsstories. Genau. Dann. So habe ich es gemacht, um den richtigen zu kriegen oder so, ne? Genau. Instagram ist ja voll von Schwangerschaftsankündigungen oder irgendwie Beziehungsfotos. Und das ist halt sowas, was so rausfällt. Dabei finde ich die Zeit voll spannend. Man lernt so viel über sich, macht so viel mit, so viele Höhen und Tiefen. Und ich fand es sehr, sehr lehrreich. Deswegen freue ich mich quasi mit diesem Buch ein bisschen mehr aus dieser Sicht zu erzählen und habe deswegen aber auch noch nie irgendwie jetzt Slut-Shaming oder sowas erfahren. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie auch überraschend, finde ich, weil Leute sind schon gerne mal sehr judgy, aber wie Nina schon sagte, das zeigt dann irgendwie, dass es ja dann doch einfach auch mittlerweile so eine
Akzeptanz dafür gibt, dass man halt auch einfach in bestimmten Hinsichten mal sein Leben leben kann, ohne verurteilt zu werden. Das ist ja schon ganz gut. Wenn ich solche Nachrichten auf Instagram kriege, die dann das irgendwie judgen, die dann mir das irgendwie kommentieren oder ihre Meinung da lassen, ohne dass ich danach gefragt habe, setze ich aber auch immer ganz klar eine Grenze. Also sowohl auch im echten Leben als auch im Internet auf Instagram, schreibe ich dann halt zurück so, sorry, aber so halt nicht und du hast kein Recht, mich zu judgen und warum hast du überhaupt eine Meinung über einen anderen Menschens Liebesleben? Ich habe ja auch keine über deinen. Also da bin ich dann immer sehr klar in meiner Kommunikation und versuche mir quasi die Leute so ein bisschen zu erziehen, beziehungsweise da halt das nicht alles immer zu lesen und nicht zu kommentieren, sondern dann einfach da ganz kleine Grenze zu setzen. So, ich erzähle meine Story, du hast deine, die haben nichts miteinander zu tun. No one is here to judge. Ja, genau. Und wenn es dir nicht gefällt, dann hast du ja auch immer noch die Möglichkeit, einfach nicht reinzulesen. Ne? Also, ja. Ne, ich habe ja gerade eben schon kurz angerissen, ich habe so extrem viele Berührungsängste mit Online-Dating. Ich bin eher so der Real-Life-Dater, was aber jetzt gar nicht mal unbedingt daran liegt, dass ich das eine besser und das andere schlechter finde, sondern ich traue mich da einfach nicht so richtig ran. So, ich... Bei mir, bei den Anfangsschritten, da hapert es schon so sehr oder da hakt es schon so sehr, dass ich dann irgendwann einfach aufgebe. Deswegen fand ich dein Buch auch so spannend, weil für mich zum Beispiel sowas gerade so spannend ist, wie schreibt man eigentlich am Anfang mit jemandem? Und du hast halt immer bei den Typen, mit denen du dich getroffen hast, auch so diese ersten Anfangssequenzen reingebracht. Das fand ich total cool, weil man das dann halt einfach mal, man fragt ja nie eine Freundin, was schreibst du so auf Tinder? Was habt ihr euch eigentlich am Anfang so geschrieben oder sowas? So, das macht man halt nicht. Ich fand das total cool, so einen Einblick da reinzukriegen. Und was mich auch interessiert hat, ist, wonach hast du eigentlich ausgewählt, also bei diesem kurzen Anfangsgespräch, mit wem du dich dann wirklich triffst? Einfach nach Sympathie. Also ich glaube auch gar nicht, dass jetzt ein gutes Gespräch, jetzt zum Beispiel auf Tinder oder einer anderen Online-Dating-App, dass das heißt, dass man sich mit diesen Menschen echt versteht. Also ich versuche gar nicht so sehr davon auszugehen, was derjenige jetzt geschrieben hat, weil das hat letztendlich mit der Person nichts zu tun, weil vielleicht ist da eine Freundin daneben, die diesen Text tippt oder er hat kurz gegoogelt, was er schreiben könnte oder er braucht irgendwie 10 Minuten für diese Antwort und ist aber im echten Leben gar nicht so schlagfertig wie da. Deswegen versuche ich eigentlich... Also ich finde, aus meiner Erfahrung hat es gar nicht so viel miteinander zu tun. Auch das letzte Date im Buch, der hatte mir irgendwie geschrieben, auf Tinder als Anschreiben, also als das, was er mir zuerst geschrieben hat, war irgendwie neu in Berlin. Ist das nicht eine von den 3 großen Lügen auf Tinder? Und ich dachte mir, oh nee, was für ein Spinner. Nee. Ich bin neu in Berlin, was willst du eigentlich von mir? Ja, ich glaube aber, das ist eine Masche, die provozieren, um eine Antwort zu bekommen, weil es so schwierig manchmal ist für Männer. Und aber deswegen, im echten Leben dann ein super Typ und wir haben uns unfassbar gut verstanden. Ja. Und auf Tinder dachte ich nach diesem Gespräch, okay, merkwürdig. Also ich habe beides schon erlebt, dass man quasi auf Tinder gut schreiben konnte und dann in echt hat der Mensch kein Wort rausbekommen und andersrum. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so sehr davon ausgegangen, was da geschrieben wurde, sondern irgendwie, wenn es ein angenehmes Gespräch war, dachte ich mir, warum nicht auf einen Kaffee? Ich bin sowieso immer lieber schnell was trinken gehen oder einen Kaffee trinken gehen, als ewig zu schreiben, weil letztendlich ist die Person nicht das, was sie da schreibt. Ja, so. Ja, das sagen ja irgendwie viele, ne? Sich bloß nicht zu lange damit aufhalten, weil... letztendlich erfährt man gar nicht so viel über den Menschen, wenn man sich schreibt. Und ich meine, man kennt das ja auch selber, man versucht so besonders schlagfertig zu sein und so. Und dann in echt kriegt man, also ist vielleicht einfach die Wellenlänge dann nicht da. Und dann hat man 2 Wochen seines Lebens mit Hin- und Her-Tüdelei verplempert. Zumal ich da zum Beispiel schon erlebt habe, dass solche Gespräche dann auch irgendwann im Sande verlaufen. Also es war wirklich so, wir haben uns da sehr lange irgendwie mal, mit irgendeinem Typen habe ich mal hin und her geschrieben. Und irgendwann kommst du halt an so einen Punkt, da triffst du dich dann entweder oder ist, dass dieses Gespräch verläuft halt einfach und irgendwann antwortet jemand nicht mehr. Weil irgendwann muss halt diese persönliche Komponente, glaube ich, einfach dazukommen. Ja, also das war ja auch bei meinem einzigen Online-Date, das ich jemals hatte. Ich hab wirklich 2 oder 3 Wochen mit diesem Typen geschrieben, weil ich dachte, mir ist das so gruselig, das Ganze, sich mit einem fremden Menschen zu treffen. Ich will den ein bisschen kennenlernen. Und es war so witzig, der hat so witzig geschrieben. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und dann haben wir uns getroffen und wirklich innerhalb der ersten 10 Minuten war klar, das ist zwar ein netter Typ, und wir finden uns nett, aber wir sind so nicht auf einer Wellenlänge. Mhm. Also dass es wirklich quasi eine Qual war, sich höflich durch diese 2 Stunden, die wir dann miteinander verbracht haben, sich so da durchzuprügeln quasi. Und da habe ich mir auch hinterher gedacht, naja, also
Ich glaube, das war ein Fehler, weil dann, dann bauen sich ja auch schon, so Erwartungen auf. Das wäre mir schon viel zu lang, so 2-3 Wochen zu schreiben. Ja. Also meine Erfahrungen waren meistens positiver, wenn das Gespräch relativ kurz war und es schon schnell auf ein Treffen hinauslief, weil ich mir dachte, bevor man da jetzt so eine Art Brieffreundschaft jetzt irgendwie anfängt. Und also bei manchen habe ich auch das Gefühl gehabt, die wollten wirklich nur schreiben, die wollten dann vielleicht auch irgendwann mal irgendwelche Nacktfotos haben oder so, aber die waren gar nicht auf ein Treffen aus. Also es war die ganze Zeit so, es wurde die ganze Zeit aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben oder, weiß ich nicht, man war vielleicht ein Lückenfüller für irgendwen oder so, aber das war mir dann immer zu blöd. Also ich fand immer so ganz kurz schreiben, auch nicht 100% alles schon wissen und dann einfach treffen und mal schauen, ist irgendwie, glaube ich, manchmal klüger. Wie bist du eigentlich nervös vor dem ersten Date immer? Also eigentlich nicht. Also ich glaube, beim Großteil der Dates war ich nicht vorher nervös, weil ich versuche mir das, auch wie du gerade gesagt hast, mit diesem, das ist ja ein fremder Mensch, mit dem man sich trifft, das versuche ich quasi mir gar nicht so an mich ranzulassen, sondern ich versuche immer mit der Sache ranzugehen, dass man einfach einen Freund wieder sieht oder halt jemanden im echten Leben quasi trifft, weil letztendlich ist der Mensch ja genau der gleiche Mensch, den man auch in einem Café sitzen sehen könnte und den dann da anspricht. Also ich versuche gar nicht dieses fremde Menschen-Ding so in meinem Kopf groß werden zu lassen, dass ich mir denke, oh mein Gott, der ist fremd und da könnte was passieren. Sondern ich treffe mich dann einfach am besten bei Tageslicht auf einen Kaffee und dann ist es so, als würde man sich mit einem Freund treffen. Ich habe das auch oft irgendwie mit Sachen verbunden. Ich wollte eh noch abends, ich hatte eh Hunger und verabrede mich zum Abendessen. Oder ich wollte noch in die Stadt Umtäusche erledigen und treffe mich dann noch mit jemandem auf einen Kaffee. Also ich habe es immer versucht, in meinen ganz normalen Alltag einzubauen und quasi nicht so groß werden zu lassen. Und so war es dann immer, dass man nicht so nervös ist vorher. Weil wenn man dann jetzt ewig mit einem Outfit und das ist man dann ja auch nicht selbst. Ja. Dieses Überlegen, was ziehe ich an und dann mit Freunden eine WhatsApp-Gruppe zu erstellen, wo man nur darüber redet, was hat er heute geschrieben und wie deuten wir diese Aussage von ihm und Screenshots zu schicken. Und auch, also das war jetzt nie so meins, weil ich dann diese Sache zu groß werden lasse, weil ich immer versuche, ich selbst zu bleiben. Also ich bin immer zu den Dates nur so in Jeans, Pullover, Chucks gegangen, also ganz normal, wie ich halt an dem Tag gerade aussah. Mhm. Und ich finde auch, das kostet sonst viel zu viel Lebenszeit. Also wenn man, das ist ja fast ein Vollzeitjob dann zu daten, ja, wenn man mit dieser Person tagsüber schreibt und sich dann noch Gedanken macht, was man so antwortet, anzieht, das ist, wir haben ja alle Vollzeitjobs, also. Ja, gerade mit dem Hintergedanken, wir könnten halt auch nach 5 Minuten feststellen, ja, ist okay oder ist ein schrecklicher Mensch, keine Ahnung, aber wir müssen uns auf jeden Fall nicht wiedersehen, so, ja. Und mit Personen, die einem sympathisch sind oder mit denen man sich versteht oder auf einer Wellenlänge sofort matcht, dann ist es auch egal, was man anhat und wie viel Mühe man sich gegeben hat, ob man sich jetzt die Haare gelockt hat oder einfach sein Dutt gelassen hat. Ich glaube, das kommt halt viel mehr aufs Innerliche an und deswegen, ja. Zumal das ja eigentlich ein guter, natürlicher Einstieg dann ist, um zu sehen, ob die Person auch mit dem Real Me quasi klarkommt, nicht mit dem aufgetakelten Me. Aber mir fällt das zum Beispiel auch, also mir ist es sehr schwer gefallen, als ich das Dating gemacht habe. Bei mir ist es auch, ich war ultra aufgeregt. Ich habe auch versucht, vorher nicht so viel drüber zu reden, weil ich mir dachte, wer weiß, was das für ein Typ ist. Aber trotzdem war ich wirklich vorher, wenigstens die letzte Stunde vorher oder so, war ich so aufgeregt, wirklich. Habe versucht, ein Outfit zu finden, was casual genug aussieht, aber auch nicht zu casual. Und dann trotzdem versucht, die Haare irgendwie zu machen und zu schminken, aber auch nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also so. Aber aus welchem Grund kommt die Aufregung? Also ich frage mich immer, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ja. Dass ich mich mit dem nicht verstehe, ne? Und dann gehe ich halt. Also ich glaube, das ist einfach diese Zurückweisung, ne? Man hat halt Angst, ich meine, selbst wenn der Typ dann ein Idiot ist, irgendwie, selbst dann würde ich mich gekränkt fühlen, wenn er mich dann irgendwie zurückweist. Ich weiß, aber das finde ich, also dieses Zurückgewiesen werden, das habe ich schon viel auch von Freundinnen gehört, dass das quasi das Problem ist, auch im Online-Dating, dass dann jemand einen nicht mag, aber ich finde, es ist doch völlig utopisch, ranzugehen, dass jeder einen Menschen mag. Ja. Also mich muss nicht jeder mögen und es gibt auch nicht für jeden, also nicht jeder ist ja mein Deckel. So würde ich halt überhaupt nicht rangehen und dadurch ist mir auch Zurückweisung dann nicht jetzt gleichgültig, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Also sich mit jemandem zu treffen und dann einfach festzustellen, wir passen gar nicht zusammen. Das ist doch auch eine schöne Erkenntnis, weil man einen Menschen kennengelernt hat, man hat sich irgendwie selbst eingeordnet, man hat irgendwie ein spannendes Gespräch und dann aber auch einfach zu sagen, das war jetzt ein schöner Abend und wir müssen uns nicht wiedersehen, das finde ich jetzt gar nichts Zurückweisendes, also gar nicht so, er will mich nicht, weil ich muss ihn ja auch nicht. Also magst du jeden, den du kennenlernst? Nein. Ja, ich finde auch, man verfällt so super schnell in die Perspektive, was denkt der über mich und darüber sinniert man dann die ganze Zeit, aber ich meine, das ist ja so ein, also man sitzt ja auch noch auf diesem Date und was man selber denkt, ist ja auch wichtig. Genau. Und also ich meine, ich sage das jetzt so predigend, dabei befolge ich meinen eigenen Rat ja niemals, aber
Also es wäre auf jeden Fall der gute Vorsatz, so einfach auch mal ein bisschen mehr an sich denken, ne? Also auch denken, der Typ muss mich ja auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeindrucken oder ich genau. muss den ja auch gut finden. Ich glaube, dass man viel zu oft in diese Perspektive verfällt, nur daran zu denken, ob der andere einen selbst mag. So, dass man einfach nur gemocht werden will. Dabei ist doch die eigene Meinung voll wichtig. Ja. Also man will von Menschen gemocht werden, die man vielleicht gar nicht selbst mag. Einfach nur aus Prinzip. Ich glaube auch deswegen, also bei meinen Dates, die ich so schon hatte, also auch so Leute, die ich im Real Life kennengelernt habe, wenn das erste Date dann richtig gut lief, war ich meistens so euphorisch, weil ich erst mal dran gedacht habe, geil, der findet mich gut. Mhm. Und dann ist mir erst im Nachgang immer klar geworden, ah, Moment mal, ich finde den gar nicht gut. Ich glaube, ich will den gar nicht wiedersehen. Aber wenn man das so besprochen hat am Ende vom ersten Date, so, na und, wollen wir uns nochmal treffen, dann bin ich immer so, ja, auf jeden Fall, ich habe richtig Bock. Und dann fällt mir halt irgendwie erst so 2-3 Tage später auf, ja, wenn ich mal so drüber nachdenke, der hat nur über sich geredet und wir hatten auch eigentlich gar nichts gemeinsam. Und das eine fand ich auch richtig unsympathisch. Und dann, also ich muss erstmal über diese Euphorie hinwegkommen, dass das ja von der anderen Seite voll gut geklappt hat, bis ich überhaupt mal darüber nachdenke, was ich eigentlich will. Ich glaube, das bekloppt. Ist so eine super gesunde Einstellung, die man aber auch zum Teil erstmal lernen muss. Ja, ich glaube auch. Gerade am Anfang ist das mir super schwer gefallen. Selbst wenn mich, wie gesagt, ein Typ zurückgewiesen hat, den ich dann selber gar nicht mal so geil fand, war ich so gekränkt davon, dass der mich nicht gut fand, dass ich mir dann so dachte, dieser Vollidiot war richtig sauer und habe dann erstmal hier Dating-Profil erstmal genommen. Wahrscheinlich auch scheiße. Und dann irgendwann, weißt du, wenn man sich so beruhigt hat, denkt man sich, ich fand den selber gar nicht mal so toll, warum rege ich mich denn überhaupt so auf? Und genau diese Ansicht, was du erzählt hast, mit dem, nicht jeder muss einen gut finden und nicht jeder passt zu einem, das hat bei mir super lang gedauert. Also mittlerweile bin ich eh aus diesem Online-Dating-Ding raus, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich über ganz viele Dinge auch aus der Vergangenheit noch drüber nachdenken kann, wo mich da irgendwelche Typen mal zurückgewiesen haben, die ich total gut fand, dass ich da jetzt erwachsener drauf gucken kann mit einer Sicht von wegen, ja gut, da hat halt dieser Funke zwischen uns gefehlt, ne? Und das ist halt was man nicht beeinflussen kann. Also man kann sich noch so verstellen und noch so aufhübschen für jemanden, aber wenn halt einfach dieses Fünkchen fehlt, dann kannst du auch wie eine Mülltonne aussehen, aber dann hat das funktioniert. Deswegen meine ich das mit dem nicht genau. ausfertigen. Aber dann läuft das und weißt du, das wäre doch auch ein geiles Experiment. Einfach mal wirklich Jogger. Genau, in der Jogginghose oder was. Oder in einem neutralen Outfit, wo man nicht so viel reinlesen kann, meinetwegen. Wo man sich selber einfach wie eine Mülltonne fühlt fürs eigene Empfinden. Und dann mal gucken, was passiert. Ich glaube, mein jetziger Verlobter sogar war bei unserem ersten Online-Date sogar in Jogginghose. Also. Ach, geil. Siehst du, da hat es genau gepasst. Oh, ich bin dran mit der nächsten Frage. Okay, weiter geht's. Und zwar würde ich gern von dir wissen, was die schönste Nachricht war, die du je bei Tinder bekommen hast vor einem Treffen. Also irgendwas, was dir total im Kopf hängen geblieben ist, wenn du dachtest, oh, das ist wirklich, wirklich eine schöne Nachricht. Da hast du dich drüber gefreut. Die schönste? Ja. Vielleicht, wo dich jemand triggern konnte, wo du dachtest, okay, das scheint also echt ein cooler Typ oder ist mal was Ungewohntes, nicht so dieses 0815. Also die meisten schreiben ja einfach nur, hallo, wie geht's dir? Hallo, wie war dein Wochenende? Genau. Also nicht, dass ich jetzt besonders anders kreativ wäre, ne? Was soll man sonst schreiben, wenn man Fremden ja. Manche schreiben ja irgendwas Provozierendes, so um eine Antwort zu kriegen. Viele schreiben auch einfach nur also Komplimente, so ja, du gefällst mir, weil ich finde das an dir gut, ich würde dich gerne deswegen kennenlernen. Eine schönste Nachricht wüsste ich jetzt nicht. Ich habe mal sehr darüber gelacht, dass jemand mir geschrieben hat, na, welchen Rabauken haben wir denn hier? Wo ich mir so dachte, das Wort Rabauke habe ich so lange nicht mehr gehört. Ich finde das Wort Rabauke so klasse. Da habe ich drüber gelacht. Das habe ich in meiner Insta-Story dann geteilt, weil ich es wie ein witziges Anschreiben fand. Da haben mir dann welche geschrieben, ja, den habe ich auch vorhin gematcht, der hat mir das auch geschrieben. Nein, schade. Ach, das ist so schade, oder? Wenn du so denkst, es war sein Spruch für Spruch alles. Ja. Das fand ich sehr witzig. Ja. Aber sonst schön. Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee. Ja. Vielleicht andersrum, was man wahrscheinlich eher sagen kann, was sind so die schlimmsten Nachrichten, wo du sofort ein Match wieder auflöst? Also was geht für dich so gar nicht? Ja, jetzt so ein Hey, wie geht's dir? Ist für mich immer recht schwierig zu beantworten, weil wenn man jetzt sich ein bisschen durchtindert und dann hat man 20 neue Matches und dann schreibt einem jeder, wie geht's dir, kann man ja jetzt auch nicht jedem erzählen. Da brauchst du auch so eine 0815 Antwort. Ja. Gut, danke, wie geht es dir? Das ist halt so, aber gleichzeitig klingt es jetzt so, als würde ich darüber so judgen, was, gleichzeitig wüsste ich auch nicht groß, was man schreiben soll. Ich finde immer so einen anderen Gesprächseinstieg immer ein bisschen einfacher, wenn einfach irgendwas gefragt wird oder irgendein GIF einfach geschickt wird oder ein Emoji. Also, keine Ahnung, ich habe mir eine Zeit lang einfach immer eine Erdnuss geschickt. Ich weiß gar nicht, warum. Einfach nur, um zu gucken, was man so antwortet, also was so zurückkommt. Das finde ich dann immer ein bisschen einfacher, wenn man nicht mit dieser Frage starten muss, wie es einem geht, weil ich dann immer erstmal nachdenken muss, wie geht's mir heute?
Ja, und dann ist man wieder das, antwortet man ehrlich oder antwortet man einfach gut und dir? Ja. Ich habe dann auch immer irgendwie diese Joey von Friends Stimme im Kopf. Na, wie geht's denn so? Ich weiß auch nicht. Ja, ja. Aber es ist ja auch schwierig. Gibt es überhaupt einen guten Anmachspruch? Nee. Also, ne, es ist halt auch einfach eine schwierige Sache. Und gerade als Mann, die, glaube ich, muss man einfach sagen, ich glaube, das kann man sagen, die sind fleißiger als Frauen. Zumindest würde ich sagen, auf vielen Portalen. Ich glaube, es gibt ja auch andere wie Bumble ist das, glaube ich, ne? Da schreibt die Frau anschreiben muss. Da schreibt die Frau zuerst an. Aber wo beide zuerst anschreiben können, sind ja schon meistens Männer die fleißigeren Anschreiber, ne? Und die müssen sich ja halt auch erstmal für die Masse was ausdenken. Fall, ja. Weil Frauen, glaube ich, super passiv, das ist jetzt sehr verurteilend gedacht, aber aus meiner Erfahrung sind, glaube ich, Frauen sehr, sehr passiv in diesem Dating-Ding. Die matchen zwar, aber einfach nur so, um zu gucken, was so geht. Manchmal auch einfach nur, um zu schreiben. Ich glaube, Frauen haben weniger das Bedürfnis, ihn dann auch zu treffen, beziehungsweise mehr Zurückhaltung vor solchen Treffen. Und halt auch dieses Passive, dieses Ich will gewählt werden. Ja, ich will erobert werden. Ich will erobert werden, genau. Mhm. Ja. Genauso wie ich will gefallen. Ja. Ich will, dass er mich mag. Nicht unbedingt meine Meinung ist entscheidend. Nicht meine Meinung ist entscheidend oder ich erobere ihn nicht. Ich glaube, dass es super passiv ist. Mhm. Das ist mir auch im Buch aufgefallen, was ich geschrieben habe. Also diese ersten vier Nachrichten, die man sich geschrieben hat, habe ich immer über das Date quasi drüber gesetzt ins Buch. Mir ist auch aufgefallen in diesem Jahr, dass ich super wenig angeschrieben habe. Das ist mir dann irgendwie, ich habe im Mai angefangen und ist mir im Januar aufgefallen, ich habe noch niemanden angeschrieben. Hm. Und dann habe ich das gestattet. Aber erstmal darauf zu kommen, so, hä, warum mache ich das nicht? Was ist mein Problem? Warum bin ich so passiv? Warum suche ich mir nicht aus? Warum will ich erobert werden? Also ja, dabei hat das auch was total Befreiendes. Also eine Freundin von mir ist eine phasenweise zumindest total motivierte Anschreiberin, ne? Und die sagt immer, mir gibt das so das Gefühl, dass ich den erwählt habe, so, ne? Also, und dann hat die sich mal einen Abend mit mir hingesetzt und hat gesagt, so, wir machen das jetzt mal. Wir schreiben jetzt mal von deinem Profil aus irgendwelche Typen an. Und ich fand das irgendwie witzig, weil ich musste ja gar nicht darauf warten, angeschrieben zu werden oder so, sondern ich konnte, oder von jemandem angeschrieben zu werden, den ich gut finde, sondern ich konnte das ja selber in die Gänge leiten, so. Und wenn ich dann halt keine Antwort gekriegt habe, dann war die Sache klar. Aber wenn ich eine Antwort gekriegt habe, dann wusste ich direkt, okay, ich hatte den angeschrieben, das heißt, ich fand den ja schon gut. Das heißt, man kann direkt irgendwie starten. Ich fand das irgendwie empowering, ja. Finde ich auch, aber ich musste auch erst darauf kommen. Also es hat ein paar Monate gedauert, bis ich mir so dachte, okay, was ist hier los? Und dann, ich finde es aber viel, viel besser, wenn ich das, ja. Dann habe ich so richtig das Gefühl dafür, so, ich will das. Ja. Ich habe den angeschrieben, weil ich den gerade gerne kennenlernen will. Ja. Also bei mir ist das lustigerweise ganz anders gewesen. Ne? Ich war auch mal eine Zeit lang auf Bumble angemeldet und da wurde man ja wirklich dazu genötigt, den ersten Schritt zu machen. Und ich fand das dann irgendwann anstrengend. Also irgendwann, das finde ich aber auch komisch. Also ich habe jetzt Bumble noch nie benutzt. Aber ja, also man muss halt wirklich den Schritt machen, sonst wird halt auch dieses Match, glaube ich, irgendwann gelöscht, automatisch oder so. Ja, ich glaube, du hast sogar nur 24 Stunden Zeit. Genau, also man hat wirklich 24 Stunden Zeit. Voll der Stress. Und das fand ich mega anstrengend. Und selbst wenn das dann geklappt hat und er hat dann zurückgeschrieben, hatte ich so das Gefühl, so, jetzt muss ich weiter um seine Gunst buhlen. Und dass ich quasi in so dieser erobere Rolle drin. Und mich persönlich hat das genervt. Also ich dachte mir so, oh. Ich finde 50-50 also gut, ja, also wenn beide irgendwie. Genau. Ich fand es halt auch immer leichter, es kommt ja auch ein bisschen auf die Plattform an. Viele haben ja bei Tinder auch sonst nicht so viele Infos stehen, manche schon. Du kannst ja auch einen Song irgendwie auswählen und so. Und wenn solche Zusatzinfos da waren, fand ich es halt immer leichter, weil wenn du nur was zum Aussehen sagen kannst, das ist irgendwie nicht so meine Art, irgendwie zu sagen, keine Ahnung, schöne Augen oder so, ist mir so ein bisschen zu cheesy. Ich fand es immer cool, wenn ich entweder eine Band hatte, wo ich dachte, boah, die ist irgendwie so voll selten, die höre ich auch, da kann man dann irgendwas zu sagen. Oder ich hatte auch mal bei OkCupid, da hatte jemand ein Nickname einfach, also da hast du halt irgendwie so komisch gewählten Fantasie-Nicknames. Und er hatte da so einen Charakter aus Das Sams und ich liebe Das Sams über alles. Und dann habe ich ihm einfach ein Sams-Zitat geschickt und er hat mir auch einfach mit einem Sams-Zitat zurückgeantwortet. Und dann war das so unser Ding, dann haben wir uns die ganze Zeit so Sams-Zitate hin und her geschickt. Das war irgendwie ganz cool. Aber Habt ihr euch mal getroffen? Ja, ja. Wir waren dann auch auf dem, also es hat so zwar nicht geklappt, aber wir sind dann auch auf dem Festival gefahren und so in Polen und haben uns einfach so irgendwie gut verstanden. Wie war das denn bei dir? Hast du auch Männer wirklich aktiv angeschrieben öfter mal oder hast du auch tatsächlich eher passiv gewartet? Ja, also wenn es halt, wie gesagt, so einen Anhaltspunkt gab, bei mir halt oft irgendwie musiktechnisch irgendwie, weil das so ein bisschen so mein Aussortier-Dings war, dass ich irgendwie dachte, okay, da hat man dann wenigstens so eine gemeinsame Grundlage und könnte dann sagen, lass uns mal zu einem Konzert gehen oder irgend sowas. Ja, so gemischt eigentlich, okay. Muss ich sagen. Ja. Okay. Hast du eigentlich auch mal so, also öfter so passende Nachrichten bekommen, so versaute Nachrichten oder so Dickpics oder so nach einem Match? Also auf Tinder kann man ja keine Fotos schicken. Ah. Deswegen bleibt man da relativ verschont. Zumindest, nee, kann man nicht.
Man kann nur GIFs schicken, glaube ich. Ne? Aber viele sind dann so, ah, lass mal lieber schnell auf WhatsApp schreiben. Lass mal schnell auf WhatsApp. Dann, ja. Also, kann ich dir alle nee, das habe ich tatsächlich nie, also ich habe noch nie einen Dickpick bekommen. Aber auch, weil ich meine Nummer dann nicht rausgebe bei Tinder. Bei Tinder kann man dann halt keine Bilder schicken. Es kommen dann natürlich, also man kriegt schon ab und an so merkwürdige Nachrichten. Das geht so von, also ich weiß nicht, was ihr so bisher bekommen habt, aber ich habe so, ja, willst du nicht jetzt vorbeikommen? Hier ist meine Adresse. Oh, richtig gut. Kannst du noch schnell da sein? Ich bezahle dir das Taxi. Aber auch, ich frage mich so immer, ob es Leute gibt, die das machen, weil könnte das ja frage ich mich sein, auch. Ne? Ja. Ich habe auch schon sehr viel Geld geboten bekommen. Also das höchste waren, glaube ich, 5.000 Euro. Heiliger Bimmer. Hallo, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, aber ich möchte gerne ein Abenteuer. Es wäre auch diskret und deswegen würde ich dir 5.000 Euro bezahlen. Wow. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, also, oder? Dass es, ich, dass also, es gar nicht so unverlockend ist für manche. Ja, also ich meine, wer das machen möchte, okay, aber ich würde halt immer denken, boah, ist das gefährlich. Ne? Ja, also das ist halt für mich so das Problem. Sobald da so Geld im Spiel wäre, ich würde, also abgesehen von anderen Bedenken, aber weiß ich nicht, also das würde für mich direkt so nach Menschenhandel und sonst was klingen. Ja, das ist ja auch kein gleichwertiges Zusammentreffen mehr, einfach nur weil beide Lust drauf haben oder wegen des Spaßes an der Sache. Und das ist ja wie eine Dienstleistung, also wäre mir jetzt auch nichts. Aber habe ich, das ist nicht so selten, dass also, man so eine Anfrage mal bekommt. Also ich, mit verschiedenen Geldbeträgen oder verschiedenen Gründen. Also eine der witzigsten, abstrusesten Nachrichten, die ich jemals bekommen habe, also witzig im, oh mein Gott, was für ein Freak, war, da hat mir jemand um 11 Uhr morgens geschrieben, ob wir uns in einer halben Stunde in einem Park treffen wollen. Also wirklich samstags um 11 Uhr morgens, wo ich gedacht habe, Alter, du hast aber wirklich ein Libido. ich bin gerade hier bei meinem ersten Kaffee. Und er hat das irgendwie so formuliert, hi, you are lovely. You want to meet for hand or blowjob pleasure in park? Wo ich mir so gedacht habe, das klingt schon irgendwie fast niedlich, aber auf gar keinen Fall, du Psychopath. Im Park? Oh Im Park vor allen Dingen. Oh also, naja, das ist wenigstens girly, in der Öffentlichkeit. Ja, wahrscheinlich auch noch ein Girly. Ja, warum hast du nicht drüber nachgedacht? Stimmt, das wäre eigentlich safe gewesen. Ja, das war... Also, bei mir also in so eine Wohnung gelockt zu werden, fand ich jetzt noch ein bisschen, also im Park, also ich, naja gut, das ist beides gleich gruselig. Ja. Ich habe bisher immer nur diese Standardnachrichten bekommen, die so auch so richtige 0815 Texte waren, so hey, tolles Match, ich möchte aber gleich ehrlich mit dir sein und dann kommt erstmal so eine ganz lange Erklärung, was jemand für sexuelle Wünsche hat. Ich suche hier nur ein Abenteuer für, weiß ich nicht, SM, Swinger, Club, XY, bla bla bla. Ich suche eine offene, aufgeschlossene Frau, die das machen würde und ich fand dein Profil blau. Und wo du richtig merkst, das ist einfach so ein Text, den er wahrscheinlich an jeden schickt, der mit ihm matcht irgendwie und da denke ich mir immer schon so, okay, warte, adios, also... Also und da wüsste ich auch gerne, wie viele Leute darauf einsteigen. Das wäre irgendwie interessant. Ich glaube, es gibt Leute, die das sehr spannend finden und das eh mal ausprobieren wollten. Und ich glaube, gerade für so Leute, die so nach was sehr Speziellem suchen, ist halt wichtig, einfach von vornherein gerade. Es ist halt so super überfordernd, wenn man das liest, ne, direkt vom in der ersten Nachricht. Aber ich glaube, für die ist es halt super wichtig zu sagen, ich suche halt das und es geht mir hier nicht um die große Liebe. Das solltest du halt vorher wissen, damit du nicht enttäuscht bist. Das ist eigentlich auch fair. Ich finde es voll fein. Also nicht jeder ist immer an dem Punkt, wo er gerade die große Liebe will. Und wenn man halt gerade Sex sucht oder irgendein Abenteuer, ich glaube, es geht auch Frauen so, dass sie sich dann denken, klar, ich will gerade niemanden kennenlernen, aber das klingt irgendwie gerade nach einem netten Abend. Ja. Also ich habe schon, glaube ich, wesentlich mehr Dickpics und Videos und alles Mögliche bekommen, weil ich halt öfter mal so den Chat direkt auf WhatsApp verlagert habe, weil das halt manchmal in dieser Dating-App dann irgendwie zu langsam war und es hat mich dann genervt und dachte mir, ja, egal. Mache ich das halt und ja, also da kam schon einiges zusammen, also wo ich mir teilweise denke so... Jetzt hast du so eine Collage zu Hause hängen. So ungefähr, ja. Also ich habe das bekommen, oh Gott. Ja, und vor allem, also ich teile die dann halt auch immer direkt meinen Freunden. Also ich weiß nicht, ob das sehen hat, das war ich dann nicht so, keine Ahnung. Und manchmal kam die dann auch sehr überraschend so, ich mich sehr erschrocken habe, keine Ahnung, auf der Arbeit gerade in der Mittagspause, ich gucke auf mein Handy und auf einmal ist da so ein Dickpick und ich dachte, Alter, so mittags einfach werktags, ja, bin ich danach gefragt, so... Super strange. Oder und auch einer, von Typen, mit denen du vorher ganz normal geschrieben hattest? Ja. Okay, also und auch, es gab auch einen, na ja, geghostet halt so. Gesagt, cool, danke für das Bild. Das ist die Erfüllung all meiner Träume. Aber richtig krass fand ich auch einmal, ein Typ hat mir mal, der war auch irgendwie super strange, der hat mir mal ein Video geschickt von ihm und einer Ex-Freundin oder so, wie die halt, also so ein kleiner Privatporno. Ich dachte, wow, also da hat die bestimmt nicht ihr Einverständnis. Und dann auch gegeben. Kommentarlos, oder ist es dann so, hier, ich wollte dir nur mal zeigen, was ich kann? Ja, oder? Da stand, ich weiß nicht, ist schon länger her, der hat da schon noch was dazu geschrieben und bla, und
der war sehr strange. Ja, ja, offensichtlich. Keine Ahnung. Das ist richtig schockierend. Auch da, also ich meine, sehr viele Menschen kommen auf diese Idee, sowas zu machen. Hat sich da irgendwann mal irgendwo rumgesprochen, dass das Erfolg hat? Frage ich mich immer so. Naja, also ich finde jetzt so Sex oder Nacktbilder oder so finde ich jetzt nicht per se schlimm, wenn man darauf Bock hat. Und, nee, das mit auf jeden macht, Fall. Mit das soll jeder machen, wie er möchte, aber man, halt kann das ja auch anscheinend sein. Aber ja, wenn das so plötzlich mittags am Tag, man hat vorher darüber gar nicht geschrieben, ist das so Surprise-Dick. So, so. Okay. Ich glaube, da spielt halt, schwingt wahrscheinlich oft auch so eine Machtsache mit, ne? Also man, ich glaube, man findet das dann vielleicht ganz gut, dass man dem anderen so einen kleinen Schock verpasst. Oder wie so ein Exhibitionismus-Ding so. Vielleicht. Da gibt es ja auch manche, die darauf stehen, sich irgendwie in der Öffentlichkeit zu entblößen und dann ist das vielleicht auch einfach so, wow, ich schicke hier jetzt Nacktbilder an fremde Frauen. So ein bisschen der Nervenkitzel. Ja. Mhm. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass du immer so super locker einfach so zu deinen Dates gehst und dich jetzt nicht da irgendwie so krass vorbereitest und so. Würdest du aber sagen, dass es deswegen auch immer falsch ist quasi, beim ersten Date vielleicht schon so denken, na, das könnte jetzt vielleicht der Mann fürs Leben sein oder die Frau fürs Leben? So würde ich nie denken und rangehen, weil ich glaube, dass man sich da ganz viel verbaut. Aber ich glaube auch, dass jeder anders ist. Also nicht jeder muss so denken wie ich. Und ich finde es jetzt nicht, es gibt kein richtig und falsch. Also manche Frau geht da sicherlich ran mit, ob das jetzt derjenige fürs Leben ist, wenn man diesen Wunsch hat, also wenn man diesen Wunsch verspürt. Ich habe das jetzt nie mir gedacht, weil ich glaube, dass man sich einfach extrem viel verbaut, so im Sinne von Freundschaft oder einfach nette Leute kennenlernen. Ich bin immer ganz unvoreingenommen rangegangen und habe mich zum Beispiel auch mit jemandem getroffen, einfach so freundschaftlich, habe dem geschrieben, ich hatte gerade so ein schlechtes Tinder-Date und er so, ja, wollen wir essen gehen? Und ich so, ja, klar, warum nicht? Und dann war das quasi mein zweites Date an diesem einen Tag. Und dann, seitdem sind wir befreundet. Also da ging nie was und das war von Anfang an dann quasi so eine platonische Ebene. Und dann haben wir uns gegenseitig auf WG-Partys mitgenommen. Ich habe mich in seinem Fitnessstudio angemeldet in Hamburg. Dann sind wir zum Trainieren gegangen. Jetzt wohne ich zwar in Berlin, aber wir sind immer noch in Kontakt. Er hat mir auch jetzt stolz ein Foto geschickt von ihm und seinem Kapitel. Also mit dem Buch. Und ich glaube, dass man sowas einfach nicht erlebt oder dass einem nicht passiert, wenn man sich so verkrampft auf oder versteift auf dieses ich brauche jetzt die große Liebe, weil ich glaube auch, also vielleicht ist es auch zu romantisch gedacht oder zu weltfern gedacht, aber ich glaube, dass alles so passiert im Leben, wie es soll. Also, dass ich nicht bestimmen kann, wann die große Liebe zu mir findet oder wann oder wer für wie lange ist. Ob das jetzt ein für immer ist oder ein für 2 Monate oder ein für 2 Jahre, das finde ich, kann ich selbst ja nicht vorher wissen, sondern alles kommt ja eher so, wie es soll. Deswegen bin ich jetzt nie so, du bist es. Rangegangen. Ja. Also ich habe das auch immer versucht. Trotzdem ist es ja, glaube ich, gerade für viele, ich spreche jetzt einfach mal gerade nur von Frauen oder bei Männern wahrscheinlich auch schwierig, die Tinder benutzen, weil sie eigentlich schon eine Beziehung haben wollen und eigentlich gar keine Lust auf One-Night-Stands oder Affären oder halt eigentlich auch keine Lust, Freunde darüber zu finden. Das ist ja dann irgendwie leichter gesagt als getan, da nicht irgendwie Voll, am Anfang zu denken, das könnte jetzt vielleicht was werden oder nicht. Also, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Es ist ja bei jedem Menschen. Also, ich bin dann so offen gegangen, aber ich habe super viele Freunde und ich habe es auch im Buch dann immer so versucht zu schreiben, dass ich das mit meinen Freundinnen so einordne und einfach zeige, jeder liebt und datet anders, weil ich habe dann 2 Freundinnen so quasi beschrieben oder die Gespräche aufgeschrieben, wo dann halt eine sagt so, ja, ich bin unglücklicher Single und ich kann nicht Single sein und ich will, das ist nicht meins und ich bin halt ein Beziehungsmensch. Und dass wir dann einfach drüber geredet haben, so, warum willst du das? Und dann sie halt, ich, warum ich das nicht will und wir das halt versucht haben, so ein bisschen zu erörtern. Aber ich glaube, dass da jeder einfach anders tickt. Und hattest du mal ein Date, wo ihr irgendwie was ganz irgendwie spontan Ungewöhnliches gemacht habt, was irgendwie eigentlich so gar nicht geplant war? Ich bin im April mit einem nach Riga geflogen, den ich kurz vorher getindert hatte. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, so von wegen, hey, wollen wir nicht mal wegfliegen zusammen? Und er so, ja, klar. Und dann haben wir für die Woche darauf gebucht und haben einfach geschaut, was günstig ist. Also ich habe das irgendwie dann eingegeben, online Berlin und dann alle Standorte. Und dann kriegt man so eine, ich weiß gar nicht, auf welchem Flugsucheportal das war, aber irgendwie kann man sich's anzeigen lassen, dass man dann halt die günstigsten Orte in Europa kriegt. Und dann war Riga irgendwie sehr bezahlbar. Und dann dachte ich mir, soll ich Riga buchen? Ja. Wie lange habt ihr vorher Kontakt gehabt? Wie lange habt ihr geschrieben oder euch getroffen? Wir hatten uns über Tinder gedatet, ich würde sagen so 3-4 Wochen vorher. Also wir hatten uns schon ein paar Mal getroffen. Ja. Das war jetzt nicht das allererste Date. Ja. Aber so
Nach 4-5 Wochen vielleicht. Das ist ja verrückt. Also da waren das wir halt schon mal was trinken und ja. schon mal zum Feiern, aber jetzt war trotzdem noch relativ frisch so vom Gefühl. Wir haben es jetzt nicht so krass oft gesehen davor. Okay, das ist richtig. Und würdest du sagen, das ist, das kann man mal machen? Also oder hast du dir dann gedacht, oh, man merkt schon, dass wir uns gar nicht kennen, weil im Urlaub kennt man ja auch, wenn man das mit seinem Freund das erste kennen, Mal, ne? da lernt man sich ja, ja nochmal so richtig kennen. Man lernt sich kennen. Also deswegen fand ich es eigentlich eine ganz coole, spontane Sache. Es kann natürlich auch super in die Hose gehen, ne? Das ist vorneweg gesagt, das ist zum Glück nicht passiert. Also wir haben uns super gut verstanden. Ich habe gemerkt, dass dieser Trip, also das Spannendste ist dieses Buchen vorher. Dieses, wollen wir nicht mal zum Wegfliegen? Ja, krass, lass das machen. Dieses Adrenalin-Abenteuer, das ist vorher voll da. Und dann steht man am Flughafen und denkt sich so, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Also das ist vorher, glaube ich, die Vorfreude ist, glaube ich, cooler als in der Trip an sich. Aber der war auch schön. Und ich habe festgestellt, dass es so ein bisschen wie alleine reisen ist für mich. Ich reise eigentlich ganz gerne alleine, weil man ja sein Zuhause nicht mitbringt. Also dieser Mensch, der kennt einen ja gar nicht. Also das ist ja neu und die Gespräche sind neu. Und es ist eigentlich, als würde man alleine reisen, weil diesen Menschen sieht man im Zweifel nie wieder. Also ich muss den ja nie wiedersehen. Wenn es nicht cool ist, setze ich mich ab, mache mein eigenes Ding. Wir können uns halt unterhalten, wir können eine gute Zeit haben, aber man bringt sein Zuhause nicht so mit. Also man bringt keinen Menschen mit, der einen so krass gut kennt. Und so von wegen, ja, du bist ja eh ein Morgenmuffel und du bist ja eh, du willst ja eh nur, bist ständig hangry und wir müssen jetzt den Städtetrip so und so machen. Wie es ja jetzt vielleicht mit Freunden wäre, dass man sich halt so krass gut kennt, dass man die Macken voneinander so gut kennt, dass man sich so darauf einstellt, wer braucht was und wer will diesen Urlaub wie verbringen. Wenn man mit jemandem fast nur Fremden in Urlaub fährt, ist das ja nicht. Ja. Also man kann quasi komplett frei sein, ohne sich selbst mitzubringen. Also es klingt komisch, aber... Ja, und das ist ja auch auf jeden Fall ein krasser Beschleuniger, um sich schnell richtig gut kennenzulernen. Ne? Ja. Ja, dann merkt ihr das mal, falls du einsteckst. Ich habe das ja auch zweimal schon gemacht, dass ich mit Tinder oder Online-Dates auf Festivals gefahren bin, die ich auch noch gar nicht lange davor kannte. Also einmal war es nur so ein Festival in der Nähe so. Das war dann auch eher ein bisschen langweilig und ich konnte mich da bei seinen Freunden auch nicht so gut integrieren und so. Und es war, naja, ich war eher froh, dass ich dann so ein paar Bands sehen konnte, die ich unbedingt mal sehen wollte und bin da auch teilweise einfach dann alleine hingegangen zu den Konzerten. Ja, das ist halt das Gute bei Festival versus Städtetrip ja, oder so. Ja, beim Festival kann man es, glaube ich, leichter absetzen und es ist schneller wieder. Aber mit einem so, da bin ich dann auch nach Polen gefahren, war dann auch so eine Mini-Reise und da waren wir dann auch nur zu zweit und kannten da sonst niemanden und da haben wir eigentlich die ganze Zeit irgendwie dann auch da gesessen, Bier getrunken und voll die Deep Talks gehabt und das war eigentlich richtig cool. So, ja. Was ich mich auch gefragt habe, wo du das gerade eben erzählt hast mit dem, der hat dir das Foto geschickt mit seiner Seite in deinem Buch, hast du allen Typen Bescheid gesagt oder gibt es welche, die es so durch Zufall rausgefunden haben und sich wiedererkannt haben in deinem Buch und dich irgendwie kontaktiert haben noch oder? Also mit dem, der mir das Foto geschickt hat, mit dem habe ich ja so freundschaftlich kennengelernt, mit dem bin ich immer noch freundschaftlich in Kontakt, deswegen habe ich ihm halt geschrieben, hey, ja, es gibt ein Buch, guck mal, das ist deine Seite. Ich habe ihm vorher auch aus dem Manuskript die Passagen geschickt, damit er weiß, was über ihn quasi veröffentlicht wird. Dann, der kennt das Buch oder weiß Bescheid, dann den ich in München gedatet habe, weil ich auch mit dem danach noch in Kontakt geblieben bin. Ich war irgendwie 4 Tage mal in München letztes Jahr und habe dann irgendwie beruflich, ich glaube, ich habe mein Buch als Hörbuch eingesprochen in der Woche. Das Buch, was ich davor veröffentlicht habe. Und ich dachte mir dann, ich bin 5 Tage in München, was machst du jetzt hier? Datest du mal ein bisschen? Und dann habe ich dann einen gedatet. Jeden Tag dann. Und er hat mir wie München gezeigt und wir sind Vespa gefahren und er hat mir war wie so ein Stadtführer für mich. Und das war ganz cool. Den habe ich auch danach das geschickt, weil ich habe nach München, das war dann so 5-6 Monate, nachdem ich angefangen habe zu daten, habe ich dann beschlossen, ach, vielleicht wird es ein Buch. Und habe ihm dann halt die Notizen geschickt, die ich über unseren München-Trip gemacht habe. Und er so, ach, voll cool, schreibst du es auf? Ich so, ja, vielleicht wird es ein Buch, mal sehen. Und er so, ach, cool, ich will so und so heißen. Ich so, okay. Ich wollte dich eigentlich anders nennen. Ich wollte ihm so einen typischen Münchner Namen geben, so Maximilian oder irgendwie so. Schorsch. Aber er wollte dann unbedingt Paul heißen. Deswegen heißt er Paul. Okay. Er hat sich das irgendwie selbst ausgesucht. Und das letzte Date. Der hat das natürlich dann das ganze Buch gelesen, auch das Ende und hat das dann mir freigegeben quasi, dass ich das veröffentlichen darf. Und er hat sich auch seinen Namen selbst ausgesucht. Okay, aber es gab keinen, der durch Zufall entdeckt hat, so, es gibt dieses Buch, Moment mal, die habe ich doch gedatet, Moment mal, bin ich das? Mhm. Und der dann noch geschrieben hat, so? Bislang nicht, nö, bis auf die 3, also mit den anderen 13 habe ich keinen Kontakt mehr. Es hat irgendwie... Und die 3 waren dann so fein damit und... Zum Teil auch stolz mit ihrem Kapitel dann. Ja, also bisher habe ich nichts Negatives gehört. Also ich fand es eigentlich alle 3 witzig. Ja, cool.
immer sehen, ob noch jemand mir schreibt, so, hey, cool, dass du ein Buch geschrieben hast. Hättest du mal sagen können. Okay. Aber ich habe die auch so alle verfremdet oder anonymisiert. Ich habe die Aussehensmerkmale irgendwie verändert, habe denen andere Haarfarben gegeben, andere Körpergröße. Also ich habe das im Buch alles so ein bisschen versucht zu verfremden. Und natürlich andere Namen. Einfach damit man jetzt nicht unbedingt weiß, wer diese Person ist, sondern dass es so allgemeingültig ist, dass jeder, der es liest, so seinen eigenen Charakter da rein interpretieren kann. Ja. Was war eigentlich so das größte Fail-Date oder so ein Date, wo du rausgegangen bist und gesagt hast, das war so eine abgefahrene Geschichte, das werde ich bestimmt noch meinen Enkeln erzählen oder so? Ja, das mit dem Blowjob habe ich ja schon erzählt, das war ja das erste. Und sonst, es gab mal einen, mit den habe ich gedatet, im letzten, in der Mitte ungefähr im Buch. Der hat mir nach dem Date, also er hat irgendwie, ich habe irgendwie erwähnt, dass ich blogge. Das finde ich auch immer ganz schwierig zu sagen, was ich beruflich mache. So, ja, ich blogge, ich lebe im Internet. Da war das immer keiner so richtig dann irgendwie versteht, beziehungsweise ist mir immer unangenehm, darüber zu reden, weil dann ich dann natürlich direkt gegoogelt werde, alles wird gelesen. So, habe ich erzählt, dass ich blogge. Deswegen wundert mich das auch, dass da nicht mehr Leute schon drauf gestoßen sind eigentlich. Also mehr von deinen Dates. Ja, aber verfolgst du bei allen, also die du jetzt theoretisch jemals vor Jahren gedatet hast, was die heute noch machen? Googelst du die ab und zu? also ich glaube nicht, dass die mich jetzt heute noch googeln. Also wenn man keinen Kontakt mehr hat, ich google die zumindest nicht und gucke, ob die vielleicht ein Buch über mich veröffentlicht haben. Kann ja auch sein, aber weiß ich ja letztendlich gar nicht, weil ich sie nicht mehr nachverfolgt habe. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall hat mir der eine, der dann halt rausgefunden hat, dass ich blogge oder dem ich es erzählt habe, war dann so, ich will auch mal was bloggen. Meinte die ganze Zeit im Date und ich so, okay, mach. Hat er mir dann nach dem Date einen dreiseitigen PDF-Brief geschrieben, der quasi ein Blogpost sein sollte, wo er unser Date aufgeschrieben hat. Also so, ja, ich fand, dann hast du das gesagt und das fand ich so und das fand ich voll, also das fand ich voll creepy. So, und hat es so richtig analysiert, so auf drei PDF A4 Seiten, was er so denkt zu dem, was ich gesagt habe. Und das war so, aber auch lieb gemeint, so motiviert? Es war total lieb gemeint, aber ich fand's, mich hat's ein bisschen überfordert. So, was soll ich jetzt damit machen? Also schöner Blogpost für deinen neuen imaginären Blog, cool, danke für dieses Feedback, also es war so richtig detailliert, auch wie er mich findet, auch aussehenstechnisch analysiert, was ich anhatte. Und ach du meine Güte. Wo ich mir auch dachte, so, Junge, das will keiner wissen. Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt, wie du mein Outfit fandest. So, I don't care. Ja, das ist irgendwie so. Das fand ich ein bisschen richtig drüber. Nett gemeint wahrscheinlich, aber total, so ein bisschen über das Ziel hinaus. Genau, geschossen. Irgendwie. Ja. Vielleicht gibt es auch Frauen, die sich so denken: Oh mein Gott, wie aufmerksam, dass er so genau zugehört hat. So genau mich dann analysieren wollte, das ist ja immer eine Sache, wie man es dann einfach auffasst. Ja. So. Ich war in dem Moment überfordert. Und dann hatte ich noch ein Date, auch in Hamburg, da hatte mich, das war tatsächlich nicht Tinder, sondern er hat mich im Bus angesprochen und habe ich den getroffen. Aber das war ganz merkwürdig, weil er hat die ganze Zeit Kommentare im Date gemacht. Zum Beispiel, wir haben uns einen Kaffee geholt. Er hat vorgeschlagen, lass doch mal einen Kaffee trinken gehen. Oder habe ich das vorgeschlagen? Wahrscheinlich habe ich das vorgeschlagen. Auf jeden Fall haben wir uns einen Kaffee geholt, to go. Und er hat sich nur ein Wasser geholt und hat mir danach einen Vortrag gehalten, wie schlimm Kaffee trinken wäre und dass ich mich, meinen Körper zerstöre und was ich alles zerstöre und es ist alles ganz schlimm. Und er war so ein richtiger Zyniker, also einfach so, alles war schlimm. Und dann wollte er, dass ich seine Mutter kennenlerne. Und dann bin ich meine Mutter kennen. Und dann bin ich abgehauen. Ja, das zeigt wieder, dass auch manchmal nur so wirklich so Klitzekleinigkeiten sein können. Ne? Also ich irgendwie, einmal hat mich so ein Typ angequatscht, in der U-Bahn und daraus ist dann ein Date entstanden, aber das für eine andere Folge mal. Auf jeden Fall hat der vorgeschlagen, wir könnten doch einen Tee trinken gehen. Und das hat mich irgendwie so aus der Bahn geworfen, was ja eigentlich, weil jeder andere würde sich wahrscheinlich, oder viele andere würden sich wahrscheinlich denken, ist eine ganz normale Frage, aber die Tatsache, dass er Tee als Getränk gewählt hat, hat mich irgendwie total abgeturnt erstmal. Weil ich so dachte, dass diese Floskel heißt, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Es ist egal, ob du dir deine Cola bestellst oder ein Bier, aber es heißt, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Und ich bin ja dann trotzdem noch dahin gegangen auf dieses Date und das war auch eigentlich ein nettes Date, bis ich dann ein paar Tage später realisiert habe, dass ich den nicht gut fand. Aber das sind halt manchmal so Kleinigkeiten, ne? Die einen, das hat mich auch irgendwie aus der Bahn geworfen. Also ja. Irgendwie war es merkwürdig. Ja. Ich glaube, mein kuriosestes Date, um das nochmal zu erwähnen, also eines der kuriosesten war, ich habe mit ihm geschrieben eine Weile und wir haben schon auf einer sehr, sehr sarkastischen Ebene angefangen. Also ich hatte schon in meinem Profil irgendwie damals drinstehen, irgendwie irgendwas mit Ironie und Sarkasmus, finde ich super, irgendwie sowas. Und das hat er dann sehr ernst genommen und hat mich dann auch wirklich angefangen, zum Teil dann so sanft zu beleidigen noch. Und das fand ich dann aber noch lustig und habe dann zurückbeleidigt.
Und dann haben wir uns getroffen und dann ging das aber 1:1 so weiter. Und für mich war dann aber irgendwo so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, komm, jetzt lass uns mal wirklich kennenlernen, war das jetzt irgendwie mal lustig. Und er hat das aber bierernst weiter gemacht und hat dann wirklich richtig angefangen, mich irgendwann zu beleidigen. Auf eine sehr clevere Art und dass ich dann wirklich irgendwann so außer Gefecht, also ich saß dann wirklich nur noch so da. Was hast du denn dann geschrieben so als Beispiel? Oh Gott, das... Weil beleidigen klingt ja jetzt erstmal so, als ob man das nicht anders interpretieren kann. Oh Gott, jetzt müssen mir Beispiele einfallen. Nee, das kann ich jetzt, musste ich jetzt gerade noch mal kurz drüber nachdenken. Aber es war noch auf so einer sehr, sehr witzigen Ebene irgendwie. Und da konnte man das irgendwie dann so zurückgeben. Und das wurde dann aber bei dem Date einfach immer schlimmer. Und irgendwann war es aber einfach nicht mehr lustig, ne? Und dann habe ich gar nichts mehr darauf geantwortet. Und gemeint so, ich finde das jetzt gerade nicht lustig. Und dann fing er an so, hä, aber wir reden doch die ganze Zeit schon so. Ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt so anstellst. Und so verlief dieses Date dann irgendwann so im Sande und ist so abgesagt. Dabei haben wir uns am Anfang wirklich sehr gut verstanden. Und das wurde dann aber einfach immer beleidigender. Und irgendwann haben wir den Punkt verpasst, wo wir das mal wieder hätten ernst nehmen müssen. Und dann war das irgendwie auch vorbei. Und das war super awkward. Und das war wirklich eine der kuriosesten Erfahrungen, wo man merkt, okay, irgendwann darf man es nicht zu weit treiben mit seinem Sarkasmus und sollte da dann doch noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Und ich hatte dann aber auch das Gefühl, er wollte mich auch gar nicht so richtig kennenlernen. Ich glaube, für ihn war das irgendwie ein sehr lustiges Spiel. Und dann hat er irgendwann auch deutlich gemacht, ja, lass sie jetzt mal aber auch mal rumknutschen. Das kam dann irgendwann noch und das ist dann irgendwie extrem komisch im Sande verlaufen. Und das war eine sehr seltsame Erfahrung auf jeden Fall. Ja, sich beleidigen klingt anstrengend auf jeden Fall. Also ich meine, von meinem kuriosesten Date habe ich ja schon in unserer Fail-Date-Folge berichtet. Und da war ja auch eher ich so die das Date ein bisschen kurios gemacht hat. Ich hatte da Magenprobleme, sage ich mal, kürze ich mal ab. Auf jeden Fall ist mir danach auch noch eingefallen, dass ich ein Date hatte mit eigentlich einem super zuckersüßen Typen. Aber der war so anstrengend, übereifrig, motiviert und verpeilt und Fettnäpfchentreter in diesem Date, dass ich danach so ausgelockt war, dass ich mich danach nie wieder mit dem treffen konnte. Das fing eigentlich so super gut an. Der hat mich sogar mit der Karre zu Hause abgeholt, obwohl wir ungefähr nur 10 Minuten zu Fuß entfernt zum Kino gegangen sind. Dann hatte der vorher in diesem Kino gearbeitet ein paar Jahre und hat mich dann in diesen Raum geführt, weil er da noch die Kollegen kannte, wo man dann diese Filmrollen einlegt. Dann hat er mir das alles gezeigt und dann haben wir irgendwie da Popcorn und Cola und bla umsonst gekriegt und die besten Plätze und so weiter und haben uns damals Deutschland ein Sommermärchen angeguckt. Und also bis dahin alles total gut und dann fing der aber an, in diesem Kino so rumzuhampeln, dass der das Popcorn überall hingeschmissen hat. Der hat so laut die ganze Zeit in normaler Zimmerlautstärke mit mir geredet, dass sich die Leute die ganze Zeit nach uns umgedreht haben und der hat alles kommentiert. Guck mal, was der für ein Trikot anhat. Das ist ja voll witzig, was der gerade gesagt hat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, bitte sei leise, bitte sei jetzt endlich leise. Ich will wirklich nur einen Satz von diesem Film verstehen und ich will nicht deinen Audiokommentar dazu hören. Und dann hat er auch noch seine Cola umgekippt. Wir saßen halt ganz oben und dann lief die halt so dieses ganze Kino runter, hat sein Popcorn auch noch darüber gekippt und dann hatte er die grandiose Idee, in dem komplett überfüllten Kino aufzustehen und rauszugehen, sich durch diese komplette Reihe durchzuquetschen, auch noch so laut Entschuldigung, Entschuldigung zu sagen dabei und dann kam der wieder rein und zwar mit Besen und so Handkehrer. Im Film. Während des Films und hat dann angefangen, da in dem Kino rumzukehren und auch wieder sich bei den Leuten lauthals zu entschuldigen. Irgendwann ist er dann nochmal rausgegangen, um das halt alles wieder zurückzubringen. Das heißt, er ist da irgendwie 4-mal durch die Reihen letztendlich gegangen und hat alle Leute gestört und ich war einfach so fertig mit den Nerven. Danach wollte der noch, dass irgendein anderer Programmpunkt stattfindet, irgendeine Party oder so. Und da habe ich echt gesagt so, boah, das tut mir leid, aber ich bin sehr müde, ich muss jetzt nach Hause. Und das ging dann irgendwie nicht mehr. Es war eigentlich ein netter Typ, aber der hat mich einfach fertig gemacht. Es klingt so, als wollte er dir zeigen, dass es so quasi sein Kino ist so, und er sich da so verhalten kann, wie als wäre es sein Zuhause. Ja, auf jeden Fall. Der war aber auch generell so von der hyperaktiven Sorte. Mit dem war ich nämlich hinterher auch noch so, nicht befreundet, aber wir kannten uns halt noch so ein bisschen hinterher und haben uns ab und zu noch gesehen. Und ich glaube, der war halt einfach so ein Kasperle. Ja, das sind ja dann so Leute, ne, da muss man dann sagen, da ist dann auch irgendwo mal das Date dann vorbei und da hat man dann keinen Bock mehr drauf. Wir hatten ja das Thema Zurückweisung schon. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie weist man jemanden elegant ab oder wie hast du das gemacht, wenn du zum Beispiel gemerkt hast, okay, das funktioniert irgendwie gar nicht, hast du dann gleich gesagt, du, sorry, aber ich merke irgendwie, das funktioniert nicht zwischen uns oder hast du dann versucht, das jetzt wenigstens noch höflich zu Ende zu bringen und hast ihn dann geghostet oder wie gehst du sowas an? Also das finde ich echt, echt schwierig. Ja. Das ist auch so in diesem einem Jahr voller Dates, glaube ich, so meine schwierigste Aufgabe gewesen, wenn man jemanden datet, also das Date ausmachen, hingehen,
ich bin nicht nervös, alles ist gut. Ja. Ich finde das Date lustig, ich kann eloquent sein, wenn ich das will und schlagfertig auch und bin auch recht selbstbewusst. Aber das Einzige, was mir wirklich schwerfällt, ist danach das zu beenden, wenn es nicht mehr weitergehen soll, weil das ist irgendwie, das beißt sich mit meiner Höflichkeit und mit meiner Empathie für Menschen, dass ich niemandem sagen will, hey, bis hierhin war es irgendwie schön, aber weiter muss es auch nicht gehen. Auch wenn ich das nett formuliere, fassen es halt die meisten als Zurückweisung auf. Wenige Leute gehen da wirklich so ran, so von wegen, hey, voll fein, wenn wir nicht der Deckeltopf voneinander irgendwie sind, ist das voll okay, sondern die meisten nehmen sowas dann eben persönlich. Und deswegen ist mir das von Anfang an schwer gefallen. Deswegen ist mir auch schwer gefallen, zu diesem Blowjob-Typen zu sagen, hey, ich gehe jetzt. Und auch danach, ich bin tatsächlich Großteil des Jahres, wenn dann ein Ghoster gewesen. Ich finde persönlich aber auch Ghosting nicht so schlimm. Also ich habe da auch mal eine Umfrage in meiner Insta-Story gemacht, einfach weil es mich immer interessiert, wie andere Leute das handhaben. Und da haben viele geschrieben, dass sie es ganz, ganz schlimm finden. Also ich glaube, es war so 70% finden Ghosting richtig, richtig schlimm und 30% machen es. Aber eigentlich auch nur, wenn es ihnen selber passiert, ne? Also ich glaube, wahrscheinlich. Selbst Leute, die Ghosting eigentlich schlimm finden, wenn die dann mal in der Lage, also in der Situation sind, wo sie jemandem sagen müssen, du, ich finde dich leider nicht so gut und denen das so im Herzen wehtut, dann fragt man sich nämlich auf einmal doch, ist es nicht doch die nettere Variante? Ja, also ich finde, also ich sehe mich als recht empathischen Menschen und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich merke an so einem Date ja eh, ob wir uns verstehen oder nicht. Ich muss es danach nicht unbedingt aussprechen. Ich muss nicht schreiben, hey, du und ich, das passt nicht. Sondern ich denke, das haben wir doch beide gemerkt, aber das ist nicht immer so. Also das hat nicht immer das Gegenüber auch so aufgefasst oder so gemerkt. Ja, total. Manchmal ist man auf zwei unterschiedlichen Dates, obwohl man auf demselben Date war. Das muss ich auch erst für mich verstehen, dass jemand, der mir gegenüber sitzt und auf dem gleichen Date gerade die letzten zwei Stunden war, dass dieses Date völlig anders aufgefasst hat als ich. Und das fand ich immer so, hä, wir waren doch beide in diesem Raum zusammen. Wir haben uns doch, wie kannst du denn jetzt, ich verstehe es nicht. Aber also mir fällt es sehr, sehr schwer, das abzusagen oder abzubrechen, zu gehen, schon mal gar nicht. Ich lasse immer lieber was über mich zwei Stunden ergehen, als mitten im Date aufzustehen und zu jemandem so rüpelhaft zu sein. Wahrscheinlich sollte man das mehr machen. Wahrscheinlich ist ja auch die eigene Lebenszeit, ne? Aber das bringt, finde ich, immer keinen weiter, weil ich will nicht, dass da irgendwie ein netter Mann sitzt, der einfach nur kein Mann für meinen Geschmack ist, der dann da traumatisiert ist, nur weil ich dann, weißt du, nie wieder eine andere Frau datet, weil dann halt mal eine, kann ja alles sein, man weiß ja immer nie, wie man vor sich sitzen hat und wie sensibel jemand ist. Deswegen bin ich immer lieber, dass ich es zu Ende mich durchmanövriere, fertig quasi das Date mich verabschiede und dann immer lieber ghoste, weil ich finde es auch immer schwierig, also ein Date nicht so richtig gut zu finden oder halt einfach das zu sagen, okay, es muss nicht unbedingt ein zweites Date geben, ist für mich ein Gefühl. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, warum. Und ich finde auch, ich muss es nicht. Also ich muss nicht einen Grund dafür finden, für ein Gefühl. Und wenn man so eine Nachricht schreibt, habe ich es auch schon erlebt, dass das Gegenüber nach einem Warum fragt. So, was passt dir denn nicht an mir? Und das finde ich immer schwierig, weil ich habe nicht unbedingt ich sehe es so, man muss nicht immer eine Meinung zu allem haben. Ich muss keine Meinung dazu haben, was er anhatte, was er gesagt hat. Ich finde auch immer, dass wir unsere eigene Meinung viel, viel zu wichtig nehmen und viel zu viel damit in die Welt hinausgehen. Also ich nehme meine Meinung selbst nicht jetzt so super wichtig. Ich finde das, was ich denke, nicht so super wichtig, dass ich jetzt den anderen das wissen lassen müsste. Dass ich ihm jetzt sagen müsste, ja, also dein T-Shirt, ne, ein bisschen gebügelt wäre auch gut gewesen. Und das, was du da im dritten Satz gesagt hast, du, ne, das war echt unsympathisch. Also ich so erlebe ich quasi das Date gar nicht, dass ich die ganze Zeit so urteile. Deswegen fehlt mir auch im Nachhinein der Grund zu sagen, mein Urteil über dich ist dieses. Hier ist meine Absage. Sondern es ist einfach immer nur ein Gefühl. Deswegen finde ich es schwierig. Also ich habe immer sehr viel geghostet, auch wenn ich weiß, dass das nicht so gut ankommt bei Menschen. Und wie ist es für dich umgekehrt am liebsten, wenn der andere keinen Bock hatte? Willst du es gesagt kriegen oder willst du geghostet werden? Nee, also wenn jemand mir nicht mehr schreibt nach einem Date, auch am nächsten Tag nicht und auch zwei Tage später nicht, dann weiß ich ja, woran ich bin. Ja. Dann brauche ich keinen, hey Luise, ganz ehrlich, das und das und das passt jetzt mir echt nicht an dir. Dann weiß ich ja, woran ich bin. Ja. Dann finde ich es auch viel, viel höflicher, das dann einfach so auslaufen zu lassen, einfach so entspannt. Jeder geht wieder seiner Wege, als jetzt, wir haben uns einmal getroffen, es gibt jetzt keinen Grund, dass wir das jetzt definieren müssen oder wirklich uns eine WhatsApp-Nachricht über 7 Zeilen schreiben müssen, warum es nicht gepasst hat. Ich finde, man merkt halt sowas ja. Also ich merke doch, wenn mir jemand nach 3 Tagen nicht schreibt, er steht einfach nicht auf mich. Ja. Punkt. Ich vielleicht auch nicht auf ihn. Super. Wir gehen beide wieder unsere Wege. Ich finde, da ist halt auch immer wichtig, dass man dann wenigstens konsequent ghostet. Ich finde halt so dieses, man schreibt dem anderen, es war ein schöner Abend und der schreibt zurück, ja, war wirklich ein schöner Abend,
mach's gut oder irgendwie sowas. Und dann rallt vielleicht jemand nicht, okay, damit ist jetzt gemeint, mach's gut, wir hören uns ja nie wieder oder so. Weil ich das auch schon im Bekanntenkreis zumindest hatte, dass sie auf einem ihrer Wahrnehmung nach sehr guten Date waren und der andere hat es scheinbar nicht so empfunden, hat aber dann auch nicht direkt von Anfang an geghostet, sondern hat erstmal noch so aus Höflichkeit vermutlich zurückgeschrieben, so nette Abschiedsfloskeln und sowas, und dann ist das dann mal bei der Person ankommt, ach so, ja, der hat eigentlich gar kein Interesse daran. Jetzt schreibt er mir nämlich jetzt schon seit 2-3 Tagen nicht zurück. Okay, ich glaube langsam ralle ich auch, dass da kein Interesse besteht. Das ist manchmal dann so ein Prozess und ich glaube, das mögen dann viele Leute nicht. Also, dass sie erstmal nicht rallen, dass der andere auf einem anderen Date ist. Es ist auch natürlich ein Unterschied, ob man sich einmal getroffen hat oder ob man sich seit 3 Monaten datet. Ja, wenn ich jemanden 3 Monate date, dann mache ich natürlich auch nicht, dass ich mich auf einen Tag auf den anderen nicht mehr melde, und das geht dann gar nicht. Mhm. Also, und auch, wenn jemand halt nachfragt. Also, wenn jemand jetzt, ich habe jetzt nur geghostet, wenn jetzt quasi nach dem Treffen, jeder hat sich verabschiedet und habe dann danach einfach nicht mehr geschrieben. Wenn dann mir die andere Person einen Tag später schreibt, hey, wollen wir uns heute Abend nochmal wiedersehen? Ja. Und dann vielleicht am gleichen Tag nochmal, hey, wie sieht's denn aus? Dann schreibe ich natürlich zurück und schreibe so, hey, nee, aktuell nicht und so und so. Aber ich habe jetzt nie dann meinen Grund, also ich habe nie so gesagt, so, boah, du, ne? Ich will nicht, dass jemand so sich schlecht fühlt aufgrund meiner Gegenwart. Aber da schreibe ich dann natürlich zurück. Also wenn das eine lange Sache war oder wenn halt wirklich Interesse auf der anderen Seite besteht und ich das merke, wie jetzt dein Beispiel gerade, dann würde ich dann halt als nicht aus Höflichkeit irgendwie noch Brieffreundschaft führen über die nächsten Wochen, sondern einfach dann sagen so, aktuell passt es für mich, aber es war wirklich ein schöner Abend mit dir. Ja, oder so. Ich finde es ganz interessant, du hast ja gerade gesagt, dass du dich da mit deiner Meinung über andere so bei Dates immer eher zurückhältst. Ich habe das irgendwie ganz oft schon erlebt, schon beim ersten Date irgendwie, dass ich das Gefühl habe, so die andere Person bewertet mich irgendwie und versucht irgendwie so abzugleichen, so passt ihr Lebensstil so zu meinem, und hat dann schon da schon irgendwie so leichte Kritikpunkte angebracht. Und was bei mir schon manchmal irgendwie aufkam, also ich ernähre mich vegan, ich glaube, du ja auch. Ich mich auch, ja. Genau, und dass das schon irgendwie so manchen dann irgendwie nicht so gepasst hat, obwohl ich eine Person bin, die das eigentlich Leuten jetzt nicht immer unbedingt auf die Nase binden muss, oder ich muss auch nicht unbedingt nur einen Partner haben, der sich vegan ernährt. War das was bei dir, was auch manchmal schon beim ersten Date irgendwie aufkam, dass das irgendwie von manchen als Problem gesehen wurde? Ja, also es gab schon Dates, ich war jetzt nicht immer was essen mit jemandem, also wenn es ein Kaffee trinken war, fällt es ja letztendlich vielleicht gar nicht auf, weil ich den vielleicht so oder so schon seit Jahren nur mit Hafermilch bestelle. Aber wenn jetzt was essen geht, dann ist das natürlich dann irgendwie schon ein Thema. Da habe ich auch negative Kommentare zu bekommen, ja. Also so, na, bist du auch eine von denen, die kein Fleisch mehr essen will? Also keine Ahnung, irgendwie so eine dumme Kommentare, wo ich mir so denke, okay, ciao. Also das zu kommentieren ist für mich ein No-Go. Also soll ich so negativ so äußern über das Vegan-Sein. Also ich ist für mich auch jetzt kein, ich habe das nicht in mein Profil reingeschrieben, ich date nur Veganer oder so. Ich frage vorher gar nicht danach. Das ist für mich jetzt nichts Wichtiges am Anfang, wenn man sich datet, wie jemand anderes sich ernährt. Das ist letztendlich jedem überlassen. Aber wenn jemand das selbst zum Thema macht und quasi mich als das Problem darstellt, denke ich mir so, Freund, damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Da habe ich mich auch schon manchmal in Diskussionen reingesteigert. Ja. Mehr hatte ich auch schon öfter, ohne es halt eigentlich selbst zu wollen. Ohne es zu wollen, ging gar nicht von mir aus. Ne? Ich wollte gar nicht irgendwie missionieren oder irgendwie nicht darüber auslassen, aber dann, wenn es aufkommt, dann geht's aber los. Also ich merke das schon als Vegetarier, ne? Die Leute fühlen sich manchmal angegriffen, obwohl man sie gar nicht auf den Schlips getreten hat. Wo ich mir denke, es geht einfach gar nicht um dich und auch nicht darum, wie du dich ernährst. Also wenn ich jetzt bei einem Date zum Beispiel, ne? So, das ist einfach mein Ding, lass mich in Ruhe. Na, ich finde es ganz witzig. Es gibt ja eigentlich so dieses Klischee, dass man irgendwie sagt, so, boah, Veganer und Vegetarier, das merkst du immer sofort, weil die erzählen es dir ja immer und die wollen da ständig eine Diskussion drüber führen. Aber ich glaube, ganz oft ist es eher andersrum, so dass du halt von Fleischessern, die das irgendwie nicht begreifen können, da in so eine Diskussion gedrängt wirst, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Und diese ganzen Argumente kennt man ja irgendwann auch schon alle irgendwie Also, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, das Gegenüber fühlt sich in so eine Ecke gedrängt, in die man den anderen aber gar nicht drängen wollte, weil man das Gespräch ja auch gar nicht gesucht hat. Aber wenn einem halt Fragen dazu gestellt werden, dann beantwortet man die halt nun mal auch. Ne? Aber hast du das auch in anderen Hinsichten mal gemerkt, dass Leute, also Männer, mit denen du auf Dates warst, schon so abchecken, hier passen wir nicht zusammen und dann irgendwie frustriert werden? Ja, schon. Also bei mehreren Sachen. Zum einen war es mal so ein bisschen wie viel Bier ich trinke, wenn das halt Typen waren, die halt sehr wenig trinken oder gar keinen Alkohol trinken. Also was für mich wäre vielleicht in der Beziehung tatsächlich ein bisschen schwierig, aber ich habe erstmal nichts dazu gesagt, aber die dann eher so irgendwie, boah, jetzt schon das zweite Bier oder so. Ich dachte,
normal. Würde ich ausrasten. Oder ja, auch einer mal, der ein großer Gesellschaftsspiele-Fan war und ich hasse Brettspiele über alles. Ich habe als Kind schon nie irgendwo mitgespielt. So. Und da war, glaube ich, auch dann sofort sehr traurig drüber, dass wir das nie werden miteinander tun können. Ja gut, können. Aber verständlich. Ich meine, wie sollt ihr sonst eure Samstagabende verbringen? Ne? Ja. Wenn ich oder, ein Kredo ja. und einem Tee. Und auch ja. einer, der sehr traurig darüber war, dass ich kein Fahrrad besitze und auch nicht so der begeisterte Fahrradfahrer bin, gerade so im Stadtverkehr. Also ich laufe hier lieber und fahre lieber Bahn und ja, das konnte er auch nicht so wirklich fassen, wollte mich auch die ganze Zeit davon überzeugen, mir noch ein Fahrrad zuzulegen. Ja. Genau, ich habe zum Abschluss noch eine Frage und zwar, dein Buch behandelt ja gerade auch so Dating eher in Großstädten, also in Hamburg und Berlin und München. Mhm. Da habe ich oft von vielen das Vorurteil gehört, dass das gerade in Großstädten super schwierig sei, weil hier Leute sich nicht auf irgendwas festlegen, weil die Auswahl ja so groß ist. Mhm. Glaubst du, das stimmt? Also ich habe jetzt noch nie in einer Kleinstadt gedatet. Ich komme zwar aus einer Kleinstadt, aber da bin ich mit 18 weggezogen und kenne ja quasi nur die Großstadt. Also ich kann es nicht mit anderen kleineren Städten vergleichen. Ich habe ja in Hamburg das erste halbe Jahr gewohnt im Buch und bin letzten Herbst nach Berlin gezogen und habe dann nochmal ein halbes Jahr in Berlin quasi gedatet und in dem Buch darüber geschrieben und dann war ich halt eine Woche in München. Deswegen kenne ich nur so dieses Großstadt-Ding. Ich glaube schon, dass es hier alles ein bisschen unverbindlicher ist, aber ich glaube auch, dass es nichts Schlechtes ist. Also es wird zwar immer so Michael Nast-mäßig als Generation beziehungsunfähig bezeichnet, aber ich glaube, dass das eigentlich was ganz Positives ist, dass wir heute beziehungsunfähiger sind als zum Beispiel unsere Großeltern, weil wir uns an erste Stelle setzen und erstmal gucken, was will ich, wo will ich hin im Leben, welche Ziele habe ich als Individuum und nicht sofort als wir, dass ich mit 18 schließe und dann nie wieder verlasse. Also ich finde eigentlich, dass diese Unverbindlichkeit theoretisch nicht unbedingt was Negatives sein muss, dass man sich nicht sofort festlegt, sondern sich erstmal ausprobiert. Weil so in den Phasen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den Phasen, wo ich Single war oder in den Zeiten, wo ich auch alleine gewohnt habe und halt keinen festen Partner hatte, das sind die Phasen, wo ich am meisten über mich gelernt habe. Also am meisten mich selbst kennengelernt habe und einfach meinen Scheiß mal selbst regeln musste. Also keinen Partner da hatte, dem ich sagen konnte, hey Schatz, kannst du bitte die Lampe anbringen und die Vorhänge und das, sondern ich musste diese ganzen Kram einfach selbst machen. Und man lernt, also man lernt natürlich dann irgendwie diese ganzen Skills, aber auch viel so über sich und über die eigene Persönlichkeit. Deswegen finde ich dieses Beziehungsunfähige jetzt gar nicht oder dieses Unverbindliche jetzt nicht so schlimm, weil es einfach heißt, ich bin wählerischer. Also es ist immer eine Auslegungssache. Man kann sagen, niemand legt sich mehr fest, alle sind scheiße. Oder man sagt, die Leute sind wählerisch und die Leute wollen sich nur festlegen, wenn es wirklich, wirklich, wirklich passt. Wenn es nicht daran vorbeigeht, als dass ja, oder das halt diese Einheit ist. Zumindest, wenn sie sich festgelegt haben, ist die Hemmschwelle, das irgendwann wieder aufzulösen, wenn man merkt, man tut sich nicht gut, einfach nicht mehr so groß. Und dann kann man halt sagen, okay, die Leute sind realitätsfern, die wollen einerseits 30 Jahre miteinander zusammen sein, andererseits halten sie ihre Probleme, die sie miteinander haben, nicht aus und lösen die nicht. Aber man könnte halt genauso gut auch sagen, die Leute müssen nicht auf Biegen und Brechen ewig zusammenbleiben, auch wenn sie sich gegenseitig unglücklich machen, weil sie eben mehr wissen, was sie wollen. Also es ist für mich ist ehrlich gesagt, hat diese Medaille auch wirklich zwei Seiten. Ne? Aber, ja, es hat auf jeden Fall zwei Seiten und jeder entscheidet quasi für sich, genau, was überwiegt. Jeder kann für mich halt überwiegt daran irgendwie das Positive. Also ich kenne so viele Paare, die irgendwie so Jahrzehnte zusammen sind und einfach sich unglücklich machen. Unsere Elterngeneration, Großelterngeneration irgendwie aus deren Freundeskreisen und so, kennt ja, glaube ich, jeder so Beispiele, wo man sich einfach nur denkt, warum sind die eigentlich noch zusammen? Ja. Und da ist halt die Hemmschwelle einfach größer in diesen Generationen, das halt aufzulösen. Und ich glaube, dass vor allem in der Großstadt und vor allem so in unserer jüngeren Generation das irgendwie einfacher ist. Und klar, man kann sagen, alle sind, niemand will sich mehr auf Dauer und für immer binden, aber ich glaube, ist es unbedingt was Schlechtes? Ich weiß es nicht. Also unsere nicht sagen. Generation hat halt auch irgendwie gereilt, dass die Liebe zu jemand anderem zwar was super Schönes ist, aber die Liebe zu sich selbst auch nicht zu vernachlässigen ist. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Wow, ich bin ganz begeistert. Danke. Danke. Man kann mich buchen. E-Mail an podcast@desire.de. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Nochmal ganz lieben Dank, dass du hier warst. Vielen lieben Dank für die Einladung. Das Buch Tinder Stories, ein Jahr voller Dates, ist auf dem Markt. Bitte lesen, Leute. Ja, den Link findet ihr dann unten in der Beschreibung. Genau. Ich glaube, das ist ganz interessant für Leute wie Diana zum Beispiel, die da in das Game erst einsteigen wollen und für andere vielleicht auch, die schon drin sind und gucken wollen, wie läuft es denn bei anderen so und was haben die Kurioses erlebt.
Diana, du guckst mich schon wieder an. Oh, ich hasse es, wenn du das sagst, Susi. Hast du noch was zu sagen? Nee, aber ich wollte tatsächlich sagen, also für Leute, die in das Game einsteigen wollen und nicht wissen, wie sie sich da dran trauen, es ist auf jeden Fall gut, das erstmal von so einer äußeren Perspektive zu beobachten und nachzulesen, die einzelnen kleinen Schritte und dann hinterher auch irgendwie zu wissen, was einer... Jeder erlebt auch mal Scheiße. Genau, jeder erlebt auch mal Scheiße. Sehr gut zusammengefasst, ja. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Marie-Louise Ritter, vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Das freut uns sehr und ja. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Die Seite Podcast. Das war's von uns. Tschüss. Ciao.